Willkommen in der Klasse, Planetenmädchen. Aber irgendetwas ist schiefgegangen. Saturn ist zu heiß. Mars ist eiskalt. Und Jupiter geht es richtig schlecht. Hi, Schüler. Wartet, ihr habt die falschen Plätze genommen. Schaut auf die Tafel. Die Planeten sind so angeordnet. Mars ist in der Nähe der Sonne. Dann Jupiter, dann Saturn. Tauscht die Plätze. Hopp, hopp. Oh, klar. Es ist so warm. Oh, das fühlt sich gut an. Wo ist mein Bleistift? Hab ich ihn vergessen? Oh, was für ein süßer Babyplanet. Füg zum Lippenbalsam Schminkfarbe hinzu und schmelzt alles. Verwendet verschiedene Farben. Gießt verschiedene Schichten in einen Balsambehälter hinein und lasst alles aushärten. Schneidet aus dünnem Plastik einen Ring aus. Fügt noch dünne Ringe mit einem Outline-Stift hinzu und bestreicht den Behälter mit Acrylfarbe. Bringt die Ringe an. Hey Mars, fang! Wow, unglaublich! Hier! Hey, was soll das? Mein Lippenbalsam! Oh, Mädels! Oh, der Balsam fliegt! Jupiter, die Sachen anderer Leute zu nehmen, ist gemein! Es ist ein Lippenbalsam, kein Spielzeug. Sorry. Was machen wir hier? Ich liebe Sportunterricht. Der Ball gehört mir. Hey, was soll ich denn machen? Der hier ist perfekt. Saturn, fang! Wow, Wahnsinn! Mars, der ist für dich. Wow, und der ist für mich. Es gibt nichts Besseres als Gymnastikbälle. Lasst uns mit dem Kochkurs beginnen. Yay, kochen! Was ist das für ein Geruch? Du sagst also, das ist essbar? Jupiter, was ist los mit dir? Was macht sie da? Ich weiß nicht. Mädels, der Unterricht ist bald zu Ende. An die Arbeit! Ich bin fast fertig. Oh ja, es ist perfekt geworden. Zerkleinert einen Biskuitkuchen in einem Mixer. Und formt Kugeln. Stellt sie in den Kühlschrank. Taucht einen Stiel in geschmolzene Schokolade und steckt ihn in eine Kugel. Lasst alle Kugeln abkühlen. Taucht den Cake Pop in farbige geschmolzene Schokolade. Verwendet zum Verzieren eine andere Schokoladenfarbe und lasst die Kugeln aushärten. Bestreut sie mit essbarem Puder. Wow, unglaublich! Wie findet ihr sie? Ich habe auch welche für euch gemacht. Hier! Oh, danke! Lecker! Oh, ich habe gar nichts bekommen. So, heute gehen wir die Lage der Planeten durch. Wer hat Lust zu antworten? Ich! Frag mich! Und wer kommt nach vorn? Mars! Was ist mit Jupiter? Oh, also, nenn die Planeten der Reihe nach. Der erste ist... Helft mir! Du, dann ich, dann Saturn? Sie weiß es nicht. Saturn, sag es ihr! Was? Oh, Jupiter ist vor mir. Oh, Mars, sieh dir mein Haarreif an. Streicht verschiedene Styroporkugeln mit Acryllack und Glitzer. Sie sollen wie Planeten des Sonnensystems aussehen. Steckt die Planeten auf einen Draht und bringt sie an einem Haarreif an. Füg glitzernde Schaumgummisterne hinzu. Oh, richtig! Es sind Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Sehr gut. Setz dich wieder hin. Das war ein perfektes Ergebnis. Und der Haarreif war eine tolle Idee. Das Thema des heutigen Unterrichts ist das Universum. Wenn ihr keine Fragen habt, könnt ihr loslegen. Ringe, stimmt.
Ich werde die Ringe des Saturns malen. Und dieser Becher wird mir dabei helfen. Das ist ein perfekter Kreis. Ich mache noch ein paar. So, hier ist dein Planet. Und hier ist ein Meteorit. Er brennt. Und noch einer. Und noch mehr. Mehr. Es wird eine Kollision geben. Wow, typisch Mars. Was soll ich zeichnen? Nee, dieser Bleistift taugt nichts. Ich werde meinen kosmischen Marker nehmen. Trag weiße Grundierung auf einen Marker auf. Bestreich ihn mit der Acrylfarbe, um einen Farbverlauf zu erstellen. Fügt weiße Spritzer hinzu. So sieht das Universum aus. Die Schüler sind bereit für den Unterricht. Meine Tasche ist wie ein schwarzes Loch. Schneide zwei Schaumgummikreise aus. Klebt sie aneinander. Und verziert sie mit Acrylfarbe. Klebt auch einen Reißverschluss an. Und formt die Seiten der Handtasche. Klebt alle Teile mit Heißkleber zusammen. Fügt einen Henkel aus einem Gurtband hinzu. Hier ist alles Mögliche drin. Ups, das soll keiner sehen. Hey Mars, was war das? Sie versteckt etwas. Schüler, jetzt werden wir einen Blick auf die Multidimensionalität unseres Universums werfen. Das ist so spannend. Wow, wie interessant. Ja, das Universum ist so... Oh, Elon, du würdest es lieben. Zeichnet eine Halbkugel auf ein Notizbuch. Schneidet ein Loch aus. Gießt rote Farbtöne und gelbe Farbe in einen Becher. Gießt dann die Farbe in die Plastikhalbkugel und verteilt die Farbe gut. Bestreicht das Notizbuch mit Acrylfarbe und verziert es mit Glitzer. Erstellt auch einen Sternenhimmel und fügt einen Titel hinzu. Klebt dann die Halbkugel an. Oh, Elon, sieh mal! Das ist mein prächtiger Meteorit. Der ist toll, oder? Wann kommst du endlich zu mir? Ich präsentiere Neptun. Er ist der achte Planet, der am weitesten von der Sonne entfernt ist. Er ist nach dem römischen Gott des Meeres benannt. Na los, schreibt alles auf. Poliert eine Kokosnuss mit Sandpapier. Bestreicht die glatte Oberfläche mit Acrylfarbe. Während ihr alles aufschreibt, werde ich diesen Planeten trinken. Mmh, lecker. Ich werde alles austrinken. Nein! Oh ja, trink alles aus. Keine Panik. Es ist nur eine Kokosnuss. Oh, schade. Lasst uns anfangen. Mars? Hier. Jupiter? Hier. Saturn? Was? Ich bin hier. Alle sind da. Schön, wir können loslegen. Was ist das für ein Lärm? Das ist ein Fremder im Klassenzimmer. Pluto, bist du das schon wieder? Wie oft muss ich es dir noch sagen? Du gehörst in die Klasse der Zwergplaneten. Oh, bitte. Geh zurück in dein eigenes Klassenzimmer. Sofort. Ich will nicht. Das ist mir egal. Geh. Oh, Schüler. Ich bleib aber nicht da. Heute erfahrt ihr eure Testergebnisse. Und ihr habt wohl alle nicht gelernt. Mars, du kriegst das doch besser hin. Saturn, das ist das schlechteste Ergebnis überhaupt. Warum? Jupiter, das ist nicht das, was ich von dir erwartet habe. Ich kann das leicht ändern. Mädels, ihr habt euch echt verändert.
Ihr gebt euch überhaupt keine Mühe. Seht ihr? Das ist die Erde. Sie ist mein bester Schüler. Und sie hat immer ausgezeichnete Noten. Die Erde sieht so schön aus. Da gibt es nichts zu sehen. Ich sehe fast nur Ozeane. Sie lobt immer die Erde. Die Erde ist toll. Wie fandet ihr unser Video? Schreibt uns in den Kommentaren, welcher Planet der beste ist. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.